willkommen hier zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Teams in FIFA Mobile 21. Ich habe es euch versprochen, es gibt eine neue Folge von Ich bewerte eure Teams unter der Woche. Die nächste Folge gibt es dann am Sonntag. Sonntag früh, schön mit einem Käsebrötchen in der Hand. Falls ihr auch noch nicht dran gewesen seid oder euer Team nochmal bewertet haben wollt, es gibt einfache Regeln. Es gibt einfache Regeln, kommentiert einfach mit eurem FIFA Mobile Namen, mit eurem Liga-Namen und mit eurer Gesamtbewertung. Die drei Dinge kommentieren und dann seid ihr oder dann bist du eventuell in der nächsten Folge dabei. Ganz einfache Mathematik, Jungs. Und ich würde sagen, wir gehen rein ins erste Team. Let's go. Und das erste Team kommt vom Chris mit 5Z und Crispy. Crispy mit 5Z. Da ist er. Liga-Turniere. 139. Oh, Crispy, mein Freund. Er hat einen Full-Retro-Stars-Team. Aber dadurch, dass er halt relativ wenige relativ wenige Skillboost-Karten hat, sein höchster Skillboost ist Level 12 von Martial, hat er halt eine 139er Gesamtbewertung. Ränge hat er halt auch noch nicht so viele. Deswegen kriegst du von mir leider 0 Extrapunkte, lieber Crispy. 0 Extrapunkte. Aber für das Team an sich kann ich dir 3 geben. 3? Somit landest du auch bei 3 von 10. Und vielen Dank für deine Einsendung. Ich weiß nicht, ich habe es ja schon mal gesagt. Leute, wenn ihr kommentiert und 20 Mal kommentiert mit eurem gleichen Kommentar, mit eurem gleichen Team und alles, ne, 20 Mal, 10 Mal kommentiert. Ich sehe das. Ich sehe hier einen Kollegen. Ich sehe einen Kollegen gerade neben mir in den Kommentaren. Ich habe nämlich die Kommentare hier offen. Ich nehme dich jetzt mit Absicht nicht dran, weil du so oft gespammt hast. Das macht man nicht. Leute, das macht man nicht. Kommentiert einmal, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr drankommt, einfach höher. Anstatt, dass ihr irgendwie 20 Mal kommentiert, weil das nervt auch alle anderen, die in den Kommentare schauen oder so. Genau, der nächste ist nämlich der Arp. Der Arp, der Lord Crusader. Du kannst mal gern kommentieren, ob du dich Lord Crusader genannt hast, wegen dem Computerspiel Stronghold Crusader. Wer kennt von euch Stronghold Crusader? Das ist das geilste Computerspiel, was ich damals gezockt habe. Das war wirklich so geil. 165er Team. Das bedeutet 2 extra Punkte für den Arp. Und der hat hier einen Xavi. Er hat einen Suarez, einen Jota, Lucas Moura, Bernardo Silva, Mkhitaryan im ZDM. Wieso? Da frage ich dich ganz klar und ganz ehrlich. Wieso Mkhitaryan im ZDM? Vestergaard, Brooks, Gaia, Schmeichel hinten im Kasten. Das ist ein gutes Team. Ich finde das Team sogar geiler als das Team, also als das Full Retro Stars Team. Aber ich finde, 4 Punkte wäre es trotzdem too much. Deswegen gebe ich dir 3 und 3 plus 2, dann landest du ja bei 5. Du landest bei der vollen Hand. 5 von 10 für dich. Oh, ich glaube, hier werden wir Probleme haben, Danny. Danny aus der Liga SV Werder Bremen. Werder Bremen, lebenslang grün-weiß. Wenn ich schon mal vielleicht sein Team nicht bewerten kann, habe ich mir gedacht, komm, singe ich wenigstens die Werder Hymne da. Lebenslang grün-weiß, ich finde dich nicht, Kollege. Das tut mir leid. F für den Danny. So, Jeromet. Jeromet 3. Da ist er. Jeromet 3. Juve Italia. 162 bedeutet, du kriegst einen extra Punkt. Und das Team an sich. Aguero, Maradona, Mané, Musiala, Abadama, Traoré, Davis, De Jong, Brooks, De Ligt, Cuadrado, Rui, Patricio. Ich finde, das Team ist das Beste, was wir heute gesehen haben. 5 Punkte würde ich dem Team trotzdem nicht geben. Ich gebe dir 4. Und 4 plus 1 sind 5. Auch 5 von 10 für dich. Nico Santos. Aber ich kann halt keine Leerzeichen machen, Kollege. Was da los? Nico Santos. Zusammengeschrieben? Nico Santos. Nee, nicht zusammengeschrieben. Also Kollege Schnürschuh, ich weiß nicht, wie du heißt, aber Nico Santos kannst du nicht heißen, weil ich kann nicht mit Leerzeichen suchen. Das geht nicht. Ja, okay, der Gamer Brother ist am Start hier. Gamer Brother mit einem 169er Team. Finde ich ihn auch nicht. Also das wäre jetzt richtig kacke, wenn ich schon wieder den nächsten nicht finde. Gamer Brother aus der Liga macht aus dem Schacht. Aber warte mal. Schlachti. Schlachti, Schlachti, Schlachti. Ich habe doch jemanden in der Freundschaftsliste, der garantiert in der Schlachti-Liga ist, richtig? Keine Liga, keine Liga, keine Liga. Da. Schlachti selber. Und wenn ich jetzt die Liga aufrufe, kann ich doch den Kollegen Schnürschuh sehen, oder nicht? Mit einem 169er Team. Angeblich. Nico Santos. Er hat wirklich mit Leerzeichen.
Ich kann nicht mit Leerzeichen suchen. Ich weiß nicht wieso. Keine Ahnung, ihr könnt mir gerne einen Tipp geben, wie ich mit Leerzeichen suchen kann. Ich klicke auf Leerzeichen, es geht aber kein Leerzeichen in FIFA Mobile. So, Nico Santos, ein Glück noch gesaved, ja? Du kriegst 3 Punkte. Paulsen, Cavani, Maradona, Bernardo Silva, Traoré, De Jong, Hazard, Lindelöf, Ake, Schmeichel, Buchs. Ich finde das Team gut. Ich gebe dir 4. Und 4 plus 3 sind 7. Und du hast heute bis jetzt die höchste Punktzahl bekommen. 7 von 10. Dann suchen wir mal den Darian. Den Darian, nicht RCB, sondern FCB. Darian FCB tut nur noch weh. Die neue Zockerbande, 175. Oh, Glück gehabt, Darian. Du kriegst 5 Punkte. Du kriegst 5 Punkte. Florian Würz, sehr geil. Kimmich, Team des Jahres, auch geil. Ne, Tots. Beckham, Icon, Serge Gnabry, Paulsen, Thuram, Cannavaro, Buchs, Mbabu, Davis, Buffon. Ein sehr geiles Bundesliga-Team. Mit noch 3 Icons, so gesehen. Also Beckham, Cannavaro, Buffon. Buffon sehe ich auch mehr oder weniger als Icon. Finde ich gut. Gebe ich dir 4, weil 5 sind es für mich noch nicht. 4 und 4 plus 5 sind 9. Und du hast gerade den Kollegen vom Thron geschubst, weil du hast 9 von 10. So, der Simon ist der Nächste. Simon 2. Nicht Simon, Simon. Simon 2, er hat leider eigentlich falsch kommentiert. Und ich finde ihn auch nicht. Doch, da, Simon 2? Ja, okay, das kann er nicht sein. Simon, hier noch ein letztes Mal. Kommentier, er hat vergessen, seine Bewertung zu kommentieren. Und jetzt ist halt Rätselraten, welcher Simon das ist. Es gibt mehrere Simon 2, aber die Simon 2, die wir hier sehen, haben halt unter 100. Und ich weiß nicht, ob du das bist. So, ich glaube, das letzte Team für heute schießt nochmal den Vogel komplett ab. Kann man das so sagen? Ich glaube, das ist auch wieder ein Sprichwort, ne? Der Sprichwort United hier. Sprichwort-Trader. Miko24LFC. Haltet euch fest. Haltet euch fest. 207. Serbien Elite. 207. Zaha, Kane, Saka. De Bruyne, Henderson, das hat sich eben anders angehört. Steven Gerrard, Roberto Carlos de Frey, Ferreiro, Jan Arnold, Alisson. Also ich finde das Team jetzt an sich, ich hätte eigentlich mehr erwartet. Aber natürlich muss man diesem Team 5 Punkte geben und 5 plus 5 sind 10. Und somit landest du bei 10 von 10, Kollege, mit der besten Bewertung, die du hier in Ich bewerte eure Teams erreichen konntest. GG, das war's für die heutige Folge. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Wir sehen uns heute Abend wieder um 20 Uhr, zu 20 Uhr FIFA Mobile Folge. Und denkt dran, die nächste Folge von Ich bin bei eure Teams ist schon am Sonntag. Also kommentiert wieder fleißig mit euren Vorschlägen oder mit euren Teams. Liganamen, Gesamtbewertung, ganz easy. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich bin raus und tschüss.